Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich bin noch nicht zu Hause gewesen. Ich bin immer noch auf dem Weg. Auf jeden Fall, gerade jetzt schnell mal. Das ist ja nicht viel hier. Die paar Monstermaterialien und Setzlinge. Das war es ja auch schon. Und die Schere wieder weg. Den muss ich echt drüben erstmal gucken. Die kommen da erstmal wieder rein. Und das Monsterkram auch. Hier, der da rein, der da rein. Glas kann weg. Die kommen da rein. Zock. Und ansonsten, ja gut, die Wolle, wo packe ich denn erstmal die Wolle hin? Die Wolle kann ich ja nicht mitnehmen, da kann ich drüben in der Kirche schon mal den Teppich fertig machen. Stein und Glas und das kommt ja alles runter. Gut. So, hat er hier inzwischen mal fertig, dann kann ich das auch gleich wegpacken. Jo. Sieht's, passt, wogelt und hat Luft, sehr schön. Glas wo hier, ne? Jo. Das darin, passt doch. Ede behalte ich mal. Die kommt nach oben. Steine kommen hier wieder rein, die vier. So, die Schere kommt da rein. Die breche ich im Moment nicht. Sehr schön. Und habe ich sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich nur ein Holzblock. Gut. Der da auch erstmal rennen kann. So, die behalte ich. Das ebenfalls. Die Wolli. Ja, die wollte ich ja mitnehmen. Stimmt ja. Gut, dann will ich jetzt drüben erstmal gucken. Und zwar nehme ich auch mal ein bisschen Erde mit, weil ich glaube, so ganz ohne Erde komme ich dann nicht aus. Kann aber auch sein, dass ich was wegbuddeln muss. Ich weiß das nicht genau. Das werden wir sehen. Unterwegs hauen wir uns eine schöne kalte Ofenkartoffel rein. Die eigentlich schon gammel angegammelt sein müssen, solange wir die mit uns rumschleppen. Und es wird auch schon wieder dunkel, wenn ich mir die täusche, oder? Erstmal durchschägen. Ich war ja schon eine Weile nicht mehr hier, ob die Dorfbewohner noch leben. Die beiden auf jeden Fall. Er da noch, ja. Er auch noch, ein Wunder. Der noch. Die leben alle noch. Wunderbar. Hier ist für die Kirche. Da klatsche ich gleich noch den Teppich rein. Wird auch echt schon wieder dunkel. Taverne dachte ich also hier, ne? Denn ich muss sich ja tatsächlich ein bisschen terraformen. Aber muss ich sowieso, damit das hier vorne mit dem See passt. Hier soll ja nachher auch die Kaimauer lang gehen, weiter. Definitiv. Gut, ich leg mich kurz schlafen. Wird ja gerade dunkel. Ah, geht noch nicht. Warum nicht? Ist noch nicht ganz untergegangen. Dabei sind die Sterne eh schon am Himmel. Lass mich schlafen. Komm. Jetzt will er wieder nicht. Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ach ja, ich sagte extra noch, nicht vergessen, ne? Wir brauchen noch Leder. Ja, jetzt habe ich es trotzdem vergessen. So, ein bisschen Teppich brauchte ich ja noch. Viel war das nicht, aber ein bisschen. Nehmen wir da kurz mal raus, ein Teppich. Und zwar muss der Teppich hier ja noch einmal lang. Ich wollte ja, dass es hier weitergeht. So, also bis hier hinten ran. Und da genauso, ne? Jo. So. Deswegen hatte ich hier auch keinen Fußmann reingemacht. Sehr schön. Der Rest, wenn ihr hier Bücher, also diese Lesepulte, der passt hat. Licht ist ehrlich gesagt immer noch ein bisschen wenig, aber ein bisschen dunkler. Also soll es hier ja eigentlich auch sein? Ja. Weiß nicht, hier vor so ein Teppich. Warte mal, hier sieht man es gerade so schlecht. Hier habe ich schon Lesepulte. Ne? Wie wird das denn aussehen in Verbindung mit dem Lesepult? Eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ich glaube, da mache ich so. Müsste man das quasi hier auf das Holz packen. Oh, dann brauche ich aber noch mehr Teppich. So, aber bin ich den zumindest erstmal los? Den muss ich mal kurz hier gucken. Ein bisschen anheben. Ich meine, ich kann das nicht allzu viel anheben. Wo er sonst Post hat, hier nicht mehr. Fakt ist, hier verholzt der Birkenbaum muss weg. Sonst passt hier später die Keimmauer nicht. So. Der da wird für ziemliche Sicherheit auch weg müssen. Aber das ist ja nicht das Problem. Eigentlich müssen hier vorne sowieso die Bäume weg. Dafür pflanze ich ja im Dorf extra Bäume. Damit es nicht so kahl aussieht. Wir wollen ja nicht die Natur schänden. Wenn wir Natur abhauen, den bauen wir auch wieder neue Natur hin. So. Der muss hier definitiv weg. Gut, kein Weg dran vorbei.
So. Oh, Birkensetzling, das ist ein Eichensetzling. Ich wollte Birkensetzlinge. Sehr schön, sehr schön. Kein Birkensetzling? Echt nicht? Nicht einer? Wo ich eine Birke abgehauen habe? Das hier war die Birke, ne? Geizig, diese Birkenbäume, ne? Mir gehen mich so langsam echt die Setzlinge aus. Da hängt noch Holz drin. Das muss weg. Ich glaube, jetzt hopp ich den hier, oder? Aber gut, der hier muss sowieso weg. Der steht genauso im Weg. Echt, die Birkenbäume sind genau wie die Tropenbäume. Tropenbäume brauche ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich brauche davon jede Menge Setzlinge. Weil ich wollte hinterm Strand noch so eine Art kleinen Tropenwald machen, so eine Art Dschungel. Wo ich so Baumhäuser zwischen die Dschungelbäume bauen wollte. Aber dafür brauche ich jede Menge Dschungelbäume. Dort wird noch eine Problematik. Wie ich da an die ganzen. Die lassen das Problem. Ich habe zwar 4 oder 5 Setzlinge. Wenn man die abfällt, so gut wie keine Setzlinge fallen. Ich weiß nicht warum. Man hat am Ende quasi zwar ein bisschen Dschungelholz, aber keine Setzlinge mehr. Das ist mit denen echt immer so ein Problem. So. Der kommt noch raus. Die müssen auf jeden Fall raus. Das hier muss weg. Ich habe mich da aber nicht gepflanzt, mein Freund. So, der hier muss definitiv auch weg. Das passt sonst alles nicht mit der Keimmauer. Und ehrlich gesagt müsste ich eigentlich normalerweise erstmal die Keimmauer hier weiterbauen. Weil ich sonst gar nicht genau weiß, wie ich das hier terraformen muss, um dann die Knäupe dahin zu kriegen. So, genauso wie der hier weg. Und dann haben wir hier auch keine Bäume mehr, ne? Ja, die Sachen, die da vorne liegen, sammle ich sofort auf. Aber ich glaube, für die Keimmauer habe ich gar nicht mehr genug Cleanstone. Ah, muss ich gleich mal gut gehen. Der kommt noch weg. Hier ist Wildernis. Das geht so auch nicht. Wieso habe ich das nicht geclaimt? So, da noch mal weg. Stehen aber auch viele Bäume. Obwohl von dem Wald hier so gut wie nichts mehr da ist. Ich glaube, das ist der Rest. So. Wachsen teilweise aber auch weit runter. Ah, gut, da ist noch was. Ja, die sind halt so generiert worden, ne? Aber jetzt müssten rein theoretisch hier erstmal alle verschwinden, ne? Oder? Steckt noch irgendwo was drin. Sehen tue ich jetzt nichts. Den sammle ich erstmal auch. Hier jede Menge Setzlinge. Ich glaube, da ist auch ein Türke mit bei. Da hole ich noch was. Hier auf jeden Fall. Da war ein Birkensetzling. Sehr schön. Das ist auch noch einer. Dann sind wir zumindest das hier vorne schon mal los. Ja. So soll es ja auch sein. Wunderbar. Naja, 2 Birkensetzlinge. Gut. Das ist jetzt nicht so viel. Ist echt wild, dann ist das kleine Stückchen. Das geht so nicht. Da muss ich nochmal bei. So. Bist du jetzt fertig mit deinem Setzling hier? Der Birkenbaum ist hier so aber auch nicht original, ne? Da waren die anderen Bäume mit dran gewachsen. Kann das sein? Glaube, die gehört so nicht. Mäh. Ich glaube, den werde ich nochmal wegfällen. Ja, der muss sowieso weg, weil hier ist es viel zu niedrig. Der muss sowieso weg. Da muss ich später den neuen hinpflanzen. Den Corner hier nämlich aufgeswinden. Sehr schön. Und Snack rein. Da muss ich gleich. Ich muss echt Essig machen. Geht das nicht. Sonst weiß ich gar nicht, wie ich das hier terraformen soll. Aber ich will auch hier ungern die ganzen Setzlinge liegen lassen.
So, das war doch definitiv ein Birkensetzling, oder? Jo. Danke. Ist da noch Holz drin? Nö. Gut, Setzlinge, Erde, gut, Holz habe ich jetzt nicht allzu viel, aber Schwarzeichenholz habe ich ein bisschen was. Aber rein theoretisch müsste das alles auf die gleiche Höhe wie hier oben. Das Problem ist, dass hier die Keimauer weitergeht. Und ich halt erstmal gucken muss, wie ich das genau machen muss, damit das alles auf die richtige Höhe kommt, bevor ich hier terraforme. Du kommst mit. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, was brauche ich überhaupt? Cleanstone und diesen normalen, einfachen. Hier ist auch noch die Höhle, wo ich runterbauen will, ne? Jo. Cleanstone und halt diese Ziegelsteine brauche ich. Gut. Den gehe ich mal Lugi-Lugi machen. Da muss ich einmal kurz rüber. Dann nützt hier alles nichts. Die Keimauer, gut, da waren wir jetzt aber schon lange nicht dabei. Muss hier erstmal weiter. Sonst passt das nicht. Und da muss ich sowieso gleich mal was gucken, weil ich glaube, da war eine Langzunge, die weg muss. Das sehe ich doch bestimmt hier auf der Karte, oder? Meine ich doch, ich muss die Keimauer hier erstmal weiterbauen. Die Bäume hier sind schon gar nicht mehr da. Und hier unten hinter der Kirche später, das Stück hier zwischen muss raus. Ich möchte mich, dass quasi das hier verbunden ist. Aber warte mal, das ist hier nicht mehr ganz aktuell. So. Guck, die Bäume sind mich weg. Aber ich baue jetzt erstmal nur das Stück hier bis ungefähr dahin. Rest kann man später machen, damit ich hier anfangen kann mit Terraform. Anders funktioniert er nicht. So, die ganzen Setzlinge, Äpfel kann da oben. Dort ganze Holzkorn hier auch erstmal drin. Oh Mann, hab ich Schwarzeichenholz. Ich glaube, in irgendeinem Haus, in irgendeinem Forstling auch noch so viel Holz, ne? So, den gucke ich auch mal kurz noch. Steinchen, Cleanstone. Ein bisschen habe ich, okay. Stein. Vielleicht reicht das ja sogar. Habe ich auch davon welche? Mäh. Oh, den könnte es eng werden. Ich hau die vier mal in den Ofen. Da kommt noch ein bisschen was dazu. So, das reicht, oder? Ah, nicht gar. Doch, reicht genau. Nee, reicht nicht genau. Ich brauche 24, aber gut. Gleich. Ich bin mir schon wieder voll. So, Rinder. Den hier nochmal rin. Dann holen wir gleich nochmal 3. So. Nochmal 3 Kohle dazu. Sehr schön. Rinder, dann kann er dort mich schon mal schmelzen. Ich bringe kurz die Setzlinge nach oben und den können wir da auch erstmal anfangen. Damit das mal alles fertig wird. Naja, fertig ist noch lange nicht. Mir fällt ja mal wieder was Neues ein. Hier, Eichensetzlinge, 2 Birkensetzlinge, jede Menge Schwarzeichensetzlinge. Der Orbel, der kommt hier mit zu. Äppel werden auch mal mehr. Wunderbar, dunkel ist es auch schon wieder. Wer hätt's gedacht? Hab hier jetzt aber auch kein Bett in der Nähe, ne? Ah, ich schlaf da vor dem Haus. Dort passt auch. Hier, muss ich vorne ja eh arbeiten. Den geht das. Miau. So. Räume schlafen. Und den können wir dann in Ruhe mit Sicht auch daran arbeiten. Ja gut, Kätzchen, ist ja gut. Ich weiß, dass sie hier überall rumstreuen. Dafür kann ich aber nichts. So, hier müsste es denn weitergehen. Und die Frage, wie mache ich das ein Beste, ne? Hier ist ein wilder nichts. Erstmal, ich mache den Eulen erstmal zu Ziegelstein. Das wird nicht reichen, aber das geht ja noch bis da vorne zur Ecke auf jeden Fall. Zock, da ist noch ein Setzling. Wo auch immer der schon wieder herkommt. Was sind das jetzt hier?
Lass mal gucken. Hier muss ich jetzt ein bisschen schräger gehen, ne? Ah, warte mal. Hier. Hier und dann hier so jetzt schräger, ne? Ja, so sollte das gehen eigentlich. Zock, zock, zack, zack. Genau. Damit es hier hinkommt mit der Wand. Vielleicht noch ein weiter. So, ja, das reicht. Denn hier so, ja. Den passt das. Erstmal bis hier. Hier werde ich wohl ein bisschen wegschaufeln müssen. Und dann gehe ich hier näher so schräg. Ja, damit ich hier noch ein bisschen Bauplatz habe. Das bisschen machen wir denn hier zu. Denn geht das. Aber ich muss das Ganze noch ein höher bauen, ne? So. Sehr schön. Stück für Stück. Jo. Denn brauche ich einmal kurz Erde. Das hier muss einmal mit Erde aufgefüllt werden. Wäre ja sonst Steinverschwendung. Und Steine habe ich eh nicht so viel. So. Und dann müsste eigentlich, das muss ich echt mal gucken. Das hier wird Cleanstone. Ah, jetzt brauche ich mal eine gute Turboschaufel. So, Moment. Die ist da. Bauen wir doch mal kurz rein. Auf jeden Fall. Bis hier auf jeden Fall Cleanstone. Sollst du nicht so viel wegmachen, Milch. So. Das muss auf jeden Fall Cleanstone. Aber auch nur bis zu dieser Höhe. Und da oben drauf denn wieder der. Ja, gut, ich mach den auch nochmal. Die Steine gehen hier schneller weg, als einem lieb ist. Na? Dann sehen wir mich schon ungefähr, dass es hier echt ein Tickel höher muss. Auch wenn die Kante jetzt wirklich sehr, sehr gerade ist. Hier vorne passt es, ja. Hier muss definitiv auch der Stein rein. Zack, 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 zack. So, hier lasse ich erstmal. Und hier muss definitiv auch nochmal rein. So. Sehr schön. Den muss mich hier das Ganze, damit sie nicht zu beengt wird. Ich glaube, die Konte muss mich weg. So. Ja, sonst wird das nichts. Und hier müsste denn wieder der erste Cleanstone rein. So. Dorthin, dorthin. Da kommt ja die andere rauf. Passt dann so nicht wirklich. Ne? Warte mal, das. Na, eigentlich müsste hier auch nochmal hin. Und da nochmal hin. Sonst wird das hier mich zu beengt. Jo. Und den müsste hier. Der müsste weg. Genau. Hier müsste der wieder Cleanstone rein. Zack, zack. Jo. Und dann müsste das quasi hier so weitergehen, oder? Wenn ich mich doch jetzt nicht täusche. Ah, ist richtig. Gut, das Stück müsste also weg. Wunderbar. Hier kann man denn. Nicht so viel, mein Freund, nicht so viel. Zack, zack, zack. Hier so den Stein weiterbauen. Jo. Das müsste ich dann eigentlich quasi nur gerade durchmachen und hier vorne wieder so rum. Hier vorne wird dann ein bisschen was weggebuddelt, den Post hat. So. Nein, ah, gut, die haue ich jetzt aber nicht weg, das muss eh doppelt so hoch. Aber ich wollte erstmal. Zack, zack. Genau, warte mal, hier kommt mal ein bisschen Erde hin. Muss da eh aufgefüllt werden. So ist denn da unten kommst du? War ich das mal oder was ist hier unten drunter? Ich weiß es nicht. Baue ich jetzt aber zu? So, hier soll das nämlich einmal lang. Genau. Und hier soll das dann ja wieder so rumgehen. Zack, 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 zack. Erstmal bis dahin.
So, das Ganze nochmal ein höher. Zack, zock. So, dann kommt das, na, hier oben drauf kommt ja noch der andere Stein. Dann kommt das nämlich auch mit der Kathedrale und so hin. Also mit der Kirche. Sehr schön. Und den einmal. Genau, auf diese Höhe hier. Hier wurde. Die Erde kommt den Dorfweg. Hier müsste denn wirklich, aber auch wirklich bis zum Grund runter, weil sonst sieht es vom Meer aus nicht gut aus. Ist aber auch tief hier, ne? Hab ich noch ein bisschen was? Gut. Das war's mit dem Stein. Das ist der Rest. Da nochmal. Das ist ja nur hier vorne wichtig. Das andere kann ich mit Erde ausfüllen. Nur hier, weil man das nachher halt sieht. Also ich kann quasi zumindest bis hier das Ganze mit Erde auffüllen. Hier sollen ja nachher auch Steine rohren, aber bis zu dieser Höhe hier geht's mit Erde. Geht hier wohl tief runter. So. Einmal kurz vollbauen hier. So, zack, zack. Dann hätten wir das. Ja, aber halt nicht höher, weil hier sollen ja nachher die anderen Steine rauf. So, da sind noch 17. Die kann man gleich mit verarbeiten. Rinder. Der passt halt. Und hier kommen halt die anderen Steine. Ich brauche echt Steine. Die drei, die ich da jetzt reingeschmissen habe, sind zwar wahrscheinlich fertig inzwischen, aber könnten sogar reichen für das bisschen, was wir hier im Moment noch machen wollen. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Ich gehe da mal Lugi-Lugi machen. Lassen Katzen eigentlich irgendwas fallen, wenn man sie tötet? Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant zu wissen, aber ehrlich gesagt will ich keine Katze töten. Komme ich denn hier hoch? Gehen wir hier hoch. Sehr schön, sehr schön. Lass mich mal rinnen. Einmal zum Ofen, mein Freund. Ich will doch nur gut gehen. Ob die fertig sind, sie nett? Ah, aber fast. Gerade Sorgen. Aber fast, das könnte sogar reichen. Dann brauche ich in der Zwischenzeit mal hier den einen Sandweg. So, und die Blümchen, ja, gut, die brauche ich jetzt nicht zwangsläufig, Orbe. Ein paar Minütchen brauchen die hier noch. Gut, dann packe ich halt einen Setzling und das ist ein Zwischenzeitweg. Und den sind sie definitiv auch fertig. So, Setzlinge wohnen hier, ne? Genau, und die Blümchen wohnen bei Vorbein. Warum da auch erstmal rein? Erde brauche ich garantiert noch, da muss ja noch ein bisschen was aufgeschüttet werden. Jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen. So, guck mal. Einmal die 64. Dann einmal die 64. Und er hier ist jetzt auch fertig. Wunderbar. Den kannst du nämlich gleich weitergehen. Was fertig muss, muss fertig. Oh, eine riesen Keimauer hier. Du. Habe ich so groß auch noch nie gebaut. Muss aber sein. So. Ja, was grummelst du denn? Bestimmt hier unten drunter, ne? Oder? Keine Ahnung, wo du steckst. Keine Ahnung, my friend. Den wollen wir jetzt mal kurz hier weitermachen. Ich mach einmal kurz die zu Ziegelstein. Damit. Sing gerade nichts, ne? Ja, hatte ich schon sehr gut aufgeschüttet hier. Das ist gut. Ah, ich hätte mal schlafen gehen sollen. Warte mal.
mach hier mal ein bisschen Licht dran, damit wir zumindest ein bisschen was sehen. Kann man ja das Bild wieder wegmachen. So. Ich sehe hier ja nichts. So, hier bist du dann auch noch einmal Ziegelstein rein. Das ist zu weit. So. Rinn damit. Sehr schön. Zack, 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 zack. Didip, 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 didip. Ah, ja, ich habe da doch so ein bisschen meine Zweifel mit den Steinchen. Ganz ehrlich sagen, dass das reicht. Aber ich wollte doch nur die Keimauer ein Stück weiterziehen, damit das vernünftig dahin passt. Mit dem Gashaus. So. Ah, geht aber, oder? Jo. So, das muss hier zwar später noch weiter, aber erstmal geht das. Ja, erstmal. Erstmal muss hier dann ja so schräg rum. Obwohl mir das so auch ehrlich gesagt gar nicht gefällt, ne? Aber mal googeln, mal googeln. Erstmal mache ich das hier jetzt. Hier muss ja sowieso denn, damit es ein bisschen abgerundeter aussieht. Hier noch so mit zwischen. Zock. Dorthin, dorthin. Dorthin. Und hier muss auch einer rein. So, ja. Und den hier halt so rüberziehen. Ein bisschen brauche ich noch. Ah, ich nehme mal die Hälfte. Zack. So. Zumindest habe ich hier schon mal die Höhe, wie ich das hier terraformen muss. Hallo, mein Freund. Hallo. Ja, komm her. Hier. Wie hoch könnt ihr eigentlich springen, dass du da hochgekommen bist, mein Freund? So, ich leg mich mal ganz kurz hier vorne schlafen, weil wir haben hier ja ein Bett. Schaden kann's nicht. Ich frag mich ja sowieso, der muss ja da in der Ecke gespawnt sein, wo noch Wildernis ist, sonst hätte er hier gar nicht spawnen dürfen. So. Na, so ganz gefällt mir hier noch nicht. Das ist hier noch zu... Hier muss ein Biesli. So, wo nehmen wir? Wie mache ich denn das ein Biest denn? Hier so ein bisschen schräg rüber, ne? Also müsste rein theoretisch hier. Hier. Oh, ein paar habe ich noch. Hier. Ich soll am besten die Mauer bauen, muss ich mal gucken. Da muss der da auch natürlich ein bisschen rübergezogen werden. Wo die Sorgen baue ich hier noch. Zock. Da noch. Und dann kann man das hier nachher so weiterführen, glaube ich. Denn die müssen hier einmal weg. Und diese Mauer hier muss er natürlich auch, damit sie nicht zu beengt wird. Oh, das wird schon zu beengt. Müsste eigentlich schon ein bisschen eher rumgehen. Zock, zock. Oder? Ja, und dann müsste hier aber auch noch hin. Ja, so geht das schon eher. Zwar immer noch relativ eng, aber es muss ja nicht immer überall gleich groß sein. Ja, hier dann nachher quasi so weitergehen. Oder? Ah, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ehrlich gesagt, hätte ich das gerne schon von hier. So? Ja, das sieht nicht ganz so abgeeckt aus. Hier so rum denn. Quasi. Den müsste hier. Der ein höher. Der ein höher. Der ein höher. Und hier den später. Weiter. Quasi. Ja, so geht das. Ist zwar immer noch ziemlich schmal hier, aber da gibt es Schlimmeres. So, das haben wir ja in anderen Ecken auch, dass es mal schmaler, mal dicker ist. Hey, ich geht's. So. Hier kommen dann noch ein paar Stornchen zwischen. Und dann haben wir sie, ich glaube, die reichen nicht mehr ganz. Und sind ziemlich verbraucht. Wichtig wäre jetzt aber echt erstmal da oben. Warte mal. Komme ich hier irgendwo rauf? Nee, ne? Da.
So. Und das wäre nur auch nicht so ganz unwichtig. Gerade hier oben ist wichtig. Wegen dem Terraforming. So, und dort dann einmal hin. Da, da. Bevor ich das da drin jetzt mache. Das räuchte ich auch erstmal. Dann müsste ich mal kurz gucken. Ich brauche mal kurz hier. Woll, hier müssen ja, damit sie nicht so abgefrackelt aussieht, definitiv noch welche zwischen. So. So, so, ja. Und den habe ich hier nämlich die Fläche, die ich zu terraformen muss. So, die restlichen Dreusteine pflanze ich jetzt hier hin. Zack, zack. Den haben wir zumindest mal einigermaßen. Was jetzt natürlich noch wichtig ist. Ah, hier vorne, guck mal. Die ganze Wand hier, die muss natürlich noch ordentlich gemacht werden. Da hier ist noch so einiges, was ein bisschen angepasst werden muss. Hier unten. Das sieht so natürlich nicht aus. Aber das können wir auch beim nächsten Mal machen. Jetzt nur die Frage, wo komme ich hier hoch? Da, ne? Hier müsste gehen. Ja. Sehr schön. Und dann müsste man das hier eigentlich einmal komplett zuschaufeln. Moin, das sieht jetzt viel aus, aber ich glaube, so viel ist es gar nicht. Und den können wir endlich mit der Torvene anfangen. Funktioniert ja nicht anders. Muss ja sein. So. So. Aber so sehe ich jetzt wirklich, ohne dass ich jetzt aufpassen muss an der Kante, kann ich jetzt hier mit ruhigem Gewissen alles zuklatschen. Ist ja auch gar nicht so viel. Eigentlich alles nur zwei Ebenen höher. Den da, ich hoffe, ich kann den abhauen. Naja, gut, der Honig braucht ein bisschen länger, bis er unten ankommt. Scheint keine Biene mehr drin gewesen zu sein, sonst hätten sie mich angegriffen. Gut, wir sind aber für heute erstmal am Ende. Gut, das mit der Keimauer hat jetzt länger gedauert, als es sollte. Aber zumindest habe ich die Fläche jetzt. Das ist ja auch schon mal was. Den klatschen wir das nächste Folge hier schnell zu. Das geht ja rugizugi. Und dann fangen wir endlich an mit der Taverne, die hier hin soll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's dann weiter. Bye, bye.